Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Koi Consult Koi Talk Podcast. Mein Name ist Robert Jonischke und in der heutigen Folge befassen wir uns mal mit der Frage, wie kann ich denn mein Teichvolumen ermitteln, wenn ich keine Möglichkeit habe, das über eine Wasseruhr zu machen oder ja, einfach wie kann ich es ermitteln. So, und da gibt es eine ganz einfache Methode, nämlich die, dass ich Salz zugebe und zwar eine definierte Menge. Und anhand der Veränderung der Salzkonzentration kann ich dann rückschließen, wie viel Volumen ich habe. Das geht ganz einfach. Ich zeige euch das jetzt mal. Ihr braucht vor allen Dingen erstmal dieses Messgerät hier. Das ist ein Salz- oder ein Leitfähigkeitsmessgerät, was dann aber die Leitfähigkeit in Gramm pro Liter angibt. Das heißt, wenn man jetzt hier entsprechende Menge an Salz in den Teich zugibt, dann wird hier auf dem Messgerät angezeigt, welcher Salzgehalt entsprechend im Wasser sich anreichert. So, und mit diesem Messgerät müsst ihr den Salzgehalt dann zunächst einmal messen und dann gebt ihr eine definierte Menge zu und könnt dann, nachdem das sich aufgelöst hat, eine weitere Messung machen und dann zieht ihr die beiden Werte voneinander ab und dann habt ihr die Veränderungen in Gramm pro Liter. So, und ich habe jetzt dafür mal eine Tabelle aufgestellt, die zeige ich euch hier, mit der man dann ganz einfach die Geschichte berechnen kann. Ich habe das mal für meinen Teich gemacht und ihr seht in der unteren Zeile 125, das sind die 125 Kilo, die ich an Salz zugegeben habe. Das Ganze hat dann, wie man unten auch sieht, eine Veränderung der Salzkonzentration von 1,3 Gramm pro Liter zur Folge gehabt. Und wenn man das Ganze dann entsprechend rechnet, das ist dann nur noch ein einfacher Dreisatz, dann kommt man auf ungefähr 96 Kubikmeter Teichvolumen, die mein Teich hier hat. Und ja, das stimmt dann auch. Insofern weiß ich jetzt auch, dass ich nach dem Umbau meines Teiches eben ein Volumen von 96,153 Kubikmeter an Inhalt habe. Ja, wer möchte, dem schicke ich diese Excel-Tabelle auch gerne zu. Schickt mir eine E-Mail an info@koi-consult.de, dann kannst du diese Tabelle von mir bekommen. Brauchst dann nur noch dieses Messgerät und kannst dann selber dein Teichvolumen bestimmen. Ja, das war's schon für dieses Thema. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal, dein Robert Jungnischke.